Hallo meine Marshmallows. Heute ist schon der zweite Tag auf Gran Canaria und heute haben wir vor, zu dem Wüstenstrand zu gehen. Aber erst sind wir in den Supermarkt gegangen, um Wasser und Sonnencreme zu kaufen. Wir wollen ja nicht verdursten oder wie Mr. Krabs aussehen. Außerdem war es das erste Mal, dass ich im Winter in der Sonne bin. Circa nach einer halben Stunde sind wir auch schon an dem Wüstenstrand angekommen und ich konnte meine eigenen Augen nicht glauben. Alter, guck mal, mir fehlen die Worte. Sah auf jeden Fall mega schön aus und der Sand war super, super fein. Ich habe mich nicht getraut, in den feinen Sand zu setzen, weil ich ja keine sandige Gucci mehr haben möchte. Dann sind wir auch schon weitergelaufen und haben ungefähr 40 Minuten gebraucht bis zum Strand. Am Strand bin ich dann eingeschlafen, habe mich gebräunt und die Meeresgeräusche genossen. Und es gibt wirklich Fische, die einfach Hornhaut von den Füßen abknabbern. Dann habe ich auch schon Hunger bekommen und habe zum Mittag Pasta bestellt. Ich habe auf jeden Fall die Mahlzeit sehr genossen und ja, esst ihr Meeresfrüchte?